Hallo, ich bin der Johannes Kinzer. Wir sind auf dem Biobauernhof Kinzer auf 930 Meter Seehöhe auf der steirischen Seite der Korbe. Für mich ist aufs Ganze schauen vor allem sehr wichtig, weil ich sage, wir möchten ja den Hof und den Boden weitergeben an die nächste Generation. Und sie sollen genauso die Möglichkeit haben, eine gute Erde vorzufinden, dass wieder was wachsen kann und was sich tun kann dann drauf. Das Besondere ist die Höhenlage vom Betrieb. Durch die 900 Meter ist eben nur Grünland zur Verfügung und das kann man am besten mit Rinder oder Wiederkäuer verwerten. Die ganze Familie hilft mit, wenn es darum geht, die 12 Muttertiere und die 12 Jungtiere, aber auch die 30 Kreinerschafe und die Bioschweine zu versorgen. Dieser Betrieb hat als einer der ersten auf die Qualitätskriterien von Styria Beef gesetzt. Und so ist es klar, dass Schlacht-, Zerlege- und Kühlraum zur Grundausstattung des Direktvermarkters zählen. Der wertschätzenden Haltung gegenüber den Tieren verpflichtet, hat Hannes mit 10 weiteren Betrieben in der Umgebung die stressfreie Schlachtung weiterentwickelt. Unterstützt durch den Tierarzt wurde ein mobiler Schlachtanhänger gebaut. Wir sehen das Kalb, wie es auf die Welt kommt im Stall und auf der Weide und das ganze Jahr ohne Stress sozusagen unterwegs ist. Der Transportstress zum Schlachthof, den haben wir gesagt, wollen wir weg haben, weil einfach die Fleischqualität und das alles dann viel besser ist. Wir verarbeiten die Tiere dann, die hängen dann 12 Tage im Kühlraum zum Reifen. Dann werden sie eben verpackt in 10 und 5 Kilo Mischkartons, der Styria Beef. Und dann ist jetzt der neue Trend von uns, dass wir das Ganze mit der Post, mit dem Next Day Fresh verschicken. Innerhalb von Österreich, innerhalb von 24 Stunden. Eine weitere Einnahmequelle bietet das Holzschlägerungsunternehmen, das Hannes hier betreibt. Und die Familie, die baut auf fast 1000 Meter Seehöhe, Standort angepasst, sogar Erdäpfel, Roggen und Weizen auf den Äckern an. Die großen Herausforderungen liegen in der Natur. Man muss viel mehr mit der Natur arbeiten. Das ist, dass man sagt, man erhält gewisse Kulturpflanzen noch und versucht sie wieder, dadurch, dass man sie wieder als Saatgut einsetzt, weiterzubringen, weil man gewisse Sachen gar nicht mehr kriegt und da jetzt bei uns bei der Höhe nicht passen würde. Bei der Kartoffel sieht man das bei uns sehr gut. Getreide ist auch sehr ähnlich, würde bei unseren Höhenlagen nicht so gut funktionieren, wenn man da nicht Saatgut hat, das man immer wieder weiter vermehrt. Ja, das zu erhalten, alte Sorten zu erhalten, die jetzt nicht unbedingt so ertragreich sind oder die Launen der Natur auch wieder widerspiegeln. Wenn ein feuchtes Jahr ist, habe ich halt größere Früchte, aber man hat trotzdem eine kontinuierliche Ernte. Bier heißt für uns Selbstverständlichkeit, wir leben das und das ist die beste Qualität, was man an Lebensmitteln erzeugen kann. Und nachdem wir aufs Ganze schauen und in Generationen denken, ist das für uns selbstverständlich. Ein guter Tag ist für mich, in den Stall zu gehen, zufriedene Tiere zu sehen, die einen mehr oder weniger willkommen heißen, wenn man dort hineingeht. Eine Familie zu haben, die einen da weitertragt und das auch forttragt, was einem selber wichtig ist. Dass das auch ein Kreislauf ist, dass unsere Vielfalt da ist. Und wenn wir alle lachen am Tisch.